Simex! Leute, was geht zum ersten Daily Vlog in Barcelona? Hä? Wir haben doch schon voll viele Daily Vlogs. Ah, die kamen nicht daily. Ellie und ich haben uns gerade Frühstück geholt. Ich habe mir auf jeden Fall so einen Käse bzw. Frischkäse. Digga, das Tattoo ist ja wirklich echt, ne? Tomatensandwich geholt. Sie hat sich dann noch so ein Thunfischbrötchen geholt und dann noch so eine Käsestange und halt Wasser. Wir fahren jetzt zu Ikea, weil wir müssen sehr, sehr viele Sachen fürs Haus holen, weil wir sind noch gar nicht zufrieden, was die Einrichtung und alles angeht. Wir brauchen noch so viele Sachen und wir versuchen uns nur vegetarisch zu ernähren. Beziehungsweise pesketarisch, also ab und zu mal Fisch. Also yeah. Wie jetzt das Thunfisch. Ja, yeah. Weil irgendwo muss ich auch mein Eiweiß herbekommen. Hä? Und ich will halt allgemein auch kein Fleisch mehr essen, weil ich hatte ja diese Panikattacke. Ja. Und vor allem, Ellie meinte, Schweinefleisch ist voll schlecht fürs Herz. Und deswegen wird... Schweinefleisch ist schlecht fürs Herz und auch haram, Digga. Es mir, glaube ich, gut tun, wenn ich jetzt ein bisschen auf Fleisch verzichte. Und sie ist so korrekt und macht auch mit. Ja, ich habe früher, für die Leute, die es nicht wissen, habe ich sogar, glaube ich, ein Jahr oder so vegetarisch gelebt. Sogar 2-3 Monate vegan. Also für mich ist es sehr hart. Wir waren gestern Abend noch was zu essen holen und dann mussten wir extra in ein vegetarisches Restaurant. Und das ist echt hart, ja. Konnten zum Beispiel nicht zu Maggie oder hier in Barcelona gibt es einfach Taco Bell, was auch richtig geil ist, was eigentlich nur in Amerika gibt. Also von Deutschland kenne ich das nicht. Und ja, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Hä? Was? Ja, auf jeden Fall ist es echt hart für mich, Mann, sich hier vegetarisch zu ernähren, so, weil McDonald's geht nicht. Burger King geht nicht und naja, es ist halt echt krass vegetarisch. Ja, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Nächster Schnitt. Wir sind im Ikea. Ja, okay. Leute, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind bei Ikea, aber einfach dickste Schlange. Wir können jetzt erstmal eine Stunde anstehen. Ellie, was sagen Sie dazu, dass wir so lange anstehen müssen? You watch, danke. Wir wussten auch schon bei Primark so lange anstehen. Wie lange standen wir bei Primark an? 45 Minuten oder so. Ja, das wird ja auch wieder mindestens 40 Minuten. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay. Leute, wir sind jetzt im Ikea. Wir haben einen Großeinkauf gemacht. Wenn ich Großeinkauf sage, dann meine ich, wir haben 900 Euro ausgegeben. Allein für Einrichtungssachen. Bro. Zieh doch die Maske bitte über die Nase, bitte, Dicker. Nicht mal für Möbel, wir haben kein einziges Möbelstück gekauft. Ja, nur so Teppiche, Sachen zum Einräumen in die Schränke. Und ist Teppich nicht ein Möbel? Das bedeutet... Die Room zurück näher. Oh oh. So nah, Alter, so nah war sie noch nie. So, und ich will ein kleines Statement absetzen für alle Leute, die schreiben, ihr seid Faker, ihr habt gesagt, die Room to kommt 2 Tage. Geh weg. Nachdem ihr eingezogen seid. Simex, jetzt lass sie mal bitte reden. Geh mal aus dem Bild jetzt. Gezogen seid und ja, die ist immer noch nicht online und es sind 2 Wochen vergangen. Leute, wir hatten sie auch geplant, aber das Umzugsunternehmen kam mit unseren Kartons früher. Das habe ich schon gestern erzählt. Egal, heißt also, das ganze Haus stand voller Kartons. Über 30 Umzugskartons. Und dann will mir jemand sagen, wir sollen eine Route aufnehmen. Ja, was seid ihr so frech? Sie haut euch gleich. Ja, ist so. Seht ihr diese Muskeln? Schaut mal, wie viele Sachen wir geholt haben. Hier, hier, sogar meine Pflanze. Ich habe meinen eigenen Fikus. Dann hier nochmal ein ganzer Einkaufswagen voll. Da hinten haben wir uns einfach Veggie-Hotdog. Gibt's Veggie-Hotdogs bei Ikea? Veggie-Hotdog. Ich probiere zum ersten Mal einen vegetarischen Hotdog, sie auch. Und dann werden wir euch gleich sagen, wie es schmeckt. Ey, oh mein Gott, fühl mich mal kurz. Das, meine Freunde, Fanta Naranja. Beste Fanta, die es gibt. Digga, Naranja ist einfach Orange. Das ist die normale Fanta. Das ist die normale Fanta. Das ist normale Fanta, Digga. Das ist einfach Orangenfanta. Das ist normale Fanta. Das ist die normale Fanta. Jede Fanta schmeckt nach Orange. Am Nachkommen soll ich Julian Bam anrufen? Julian Bam hat jede Fanta auf der Welt probiert. Das ist einfach normale Fanta, Bro. 10.000 Mal geiler als in Deutschland. Das ist die gleiche. Also, wenn ihr in Spanien seid, das Erste, was ihr macht, ihr kauft euch diese Fanta. Keine bezahlte Werbung. Es schmeckt einfach so geil. Mein neues Lieblingsgetränk. Naranja ist doch Orange oder ist das Mandarine? Naranja. Orange. 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 Hä? Fanta ist Fanta. Fanta. Spanien hat andere. Wir sind auf jeden Fall. Schmeckt die in Spanien anders? Fall down dafür, dass wir eine Kooperation starten. Aber nur. Fanta,
Wir sind auf jeden Fall down dafür, dass wir eine Kooperation starten. Wir würden uns sehr freuen, Fanta, wenn wir eine Kooperation bekommen würden. Ja. Kann man noch näher an die Kamera rangehen? Nur in Spanien die Naranja. Nur Espanol, no German. No habla Espanol, no Alemania. Genau. Und, nice Szene, danke. Ja. Ah, ihr könnt uns schreiben, wir machen das for free. Und ja. Wir sehen uns dann, wenn wir wieder hier draußen sind, beziehungsweise wenn wir den Hotdog essen. Was wir vergessen haben zu sagen, die Sachen werden geliefert. Ja, Alter, wir haben hier kein Auto so. Wir müssen nur noch kurz auf den Typen warten. 39 Euro sind die Lieferkosten. Und verzeiht mir, wenn Ellie die Kamera so komisch hält, aber sie ist noch nicht so in dem YouTube-Game. Ja. Aber bei ihr werden auf dem Kanal auch bald Videos. Einfach, er redet, sie macht Kamera beiseite. Komm. Cooler Ikea. Ja. Ey, die Hälfte bei Ikea, ich konnte im Ikea nicht filmen, weil wir so fokussiert waren, die Sachen zu holen. So, die Hälfte bei den Sachen war einfach abgesperrt. Das hat so genervt. Ich bin kurz reingegangen, wollte etwas holen. Die Frau so, die hat mich voll auf Spanisch gemacht. Ich habe nichts verstanden. Ja, so klingt Spanisch. Ja, ich hab gesagt, geh da nicht rein. Ja, ich dachte mir so, okay, ich hol's schnell selber. 10 Sekunden später, die Polizei, sie war da und danach bin ich aber nicht mehr reingegangen. Ja. Und ja, jetzt werden unsere Sachen gleich abgeholt, aber ich muss meine Pflanze mitnehmen und... Ih, ist voll fettig jetzt. Digga, also irgendwie sind das so Vlogs wie aus dem Jahr 2004. Ih, der Schweiß. Ja, Nidron, was machst du damit schlimmer? Ist alles verwischt. What the fuck? Nicht spucken. Lass es einfach, bitte. Der Content. Das ist die Offensive. Objektiv, mein Herz blutet. Okay. Ah, stimmt. Ja, ich kann dir sagen, der hat gesagt, es schmeckt schlechter. Ja. Ich glaube, er hat die Kamera gerade nur angemacht, um sich selber auszuchecken, oder? Guck mal. Seht ihr? Oder? Er checkt sich nur selber aus. Schmeckt schlechter. Ja. Und jetzt fällt es dir noch einfacher, vegetarisch zu sein, weil es so viele nice Ersatzprodukte gibt. Also Leute, wir haben den Hotdog gerade gefoodet und ich muss wirklich sagen... Bro, guck mal. Wenn ihr doch sowas esst, dann filmt euch auch wenigstens dabei. Ihr erzählt 30 Minuten, wir essen diesen Hotdog und dann gibt es davon keinen Clip, wie ihr den Hotdog esst. Hatte so einen kranken Hotdog-Geschmack und es war dazu noch gesund. Deswegen fällt es mir jetzt persönlich leichter. Ich muss jetzt nur noch einen vegetarischen Burger probieren. Das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Chat ist triggered by gefoodet. Habt ihr schon mal einen Papa-Platte-Stream gesehen? Aber was so Hotdogs angeht, safe. Okay Leute, wir sind jetzt hier hingegangen. Sorry, wenn der Wind ein bisschen stark ist. Es sieht extrem schön aus. Ellie kommt dort hinten, nur weil ich hier auf WhatsApp geschrieben habe. Dass hier Rolltreppen sind, ansonsten wäre sie viel zu faul hier hochzulaufen, nur wegen ein bisschen Treppen. Aber da vorne sind richtig viele Treppen, aber keine Rolltreppen, da muss sie hochlaufen. Sie wird gleich richtig mad sein. Ich finde aber... Das ist ein Prank, Digga, das ist ein Killer-Prank. Allgemein diese Sehenswürdigkeiten und alles Optische hier so viel schöner als in Deutschland, weil, I mean, gebt euch das mal. Das sieht so heftig aus. Ich weiß nicht, ob der Vibe so auf der Kamera rüberkommt. Ja, doch. Ich kann das durch die verwackelte und sehr verpixelte Aufnahme ganz gut spüren. Aber wenn man hier so steht... Boah. Und das feiere ich halt so extrem an Spanien. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Oida. Gebt euch mal, wie schön das ist. Und da vorne ist sogar eine Rolltreppe. Okay? Heißt, Ellie muss nicht laufen. Ich bin so dumm. Ich dachte, das hier wäre die Treppenstufen, Alter. Das ist ja mal so gechillt, so wenn man keinen Bock auf diese Treppen hier hat. Vor allen Dingen ist eine Rolltreppe überdumm. Keinem, der im Rollstuhl sitzt, hilft eine Rolltreppe, oder? Man kann einfach mit... Also gar nicht. Warum ist da eine Rolltreppe und nicht ein Aufzug? Treppe fahren. So, da chillt einfach eine Rolltreppe. Da chillt einfach eine Rolltreppe. So ein Zufall, Digga. Die hat da keiner hingebaut, die chillt da einfach. Ist auch nice. Ja! Sei ehrlich, du bist nur gekommen, weil hier Rolltreppen sind. Ich hab's sogar gesagt, da hinten kommt Ellie, weil Rolltreppen hier sind. Also ich weiß nicht, ob euch solche Videos interessieren. Ja. Aber ich find's einfach extrem schön hier. Und wir haben das richtig spontan entdeckt. Zu anstrengend hochzulaufen. Was ist das in Barcelona? Kennt das einer? Ist das irgendein besonderes Gebäude? Ich kann jetzt schon nicht mehr, obwohl ich Rolltreppen nur gefahren bin. Taj Mahal? Nee. Nationalmuseum.
Ohne Rolltreppe hätte ich da niemals hochgefahren. Ich habe mir so auf WhatsApp gerade geschrieben, ja, hier sind Rolltreppen. Dann, ich sehe so, sie geht direkt los. Boah, und jetzt gebt euch einfach diese Optik, wenn man hier hochkommt. Allein die Pflanzen und alles hier, einfach so schön. Ich spür mal da. Einfach der hübsche. Auch diese Treppen hier. Alles einfach von der Optik her. Und es gibt auch... Digga, ich schwöre, es ist einfach Content. Es ist so unterhaltsam, weil einfach so mitten im Satz wird geschnitten. So. Er sagt so... Guck mal, jetzt gerade wird gar nichts gesagt. Boah, und jetzt gebt euch einfach diese Optik, wenn man hier hochkommt. Allein die Pflanzen und alles hier, einfach so schön. Ich spür mal da. Ab jetzt ist Stille. Achtet drauf. Einfach der hübsche. Auch diese Treppen hier. Alles einfach von der Optik her. Und es gibt. Alles einfach von der Optik. Mitten im Satz einfach geschnitten. Es gibt auch so einen Berg, der ist 5000 Meter in der Höhe. Und da ist so ein richtig krankes Schloss. Was? Niemals gibt es einen Spanienberg, der 5000 Meter hoch ist. Der höchste Berg in Spanien. Pico del Teide. 3715 Meter bearbeiten. Jetzt bearbeiten. Oh, Digga, sau entspannt, sau entspannt. Und bei gutem Wetter kann man da über ganz Barcelona schauen. Wenn die Leute, es hat nicht gespeichert, keine Sorge. Wenn dieses Video 20.000 Likes bekommen sollte, dann werden wir da hochwandern, obwohl Ellie so faul ist. Okay. Okay. Wie hoch ist der Berg in Barcelona, Chat? Wie hoch ist der Berg in Barcelona? Es ist böse anstrengend. Ich hätte auch lieber die Rolle. 512 Meter. Einfach mal ganz entspannt eine Null dran gehangen. Treppen nehmen soll. Ellie ist gerade. Digga, 5000 Meter, das ist. Junge. So richtig gechillt auf. Gibt keinen Berg in Europa, der so hoch ist. Nicht mal der Mont Blanc hat 5000 Meter, oder? Der Mont Blanc hat 4800 Meter. Okay. Nicht 5000. Ich den Rolltreppen. Ist der Mont Blanc der höchste Berg in Europa, oder? Und ich mach hier gefühlte Tour. Oha. Oha, wie weit oben. Dort hinten, wo ich gerade hinzeig, mit meinem Finger, da oben ist das Schloss. Boah, Digga, man sieht wirklich, wenn man hier schätzt, locker sind das 5 Kilometer, Digga. Bisschen schade, dass man von hier nicht aufs Meer schauen kann. Vielleicht aus einem anderen Winkel. Die machen da ein Interview, soll ich das stürmen? Vor allem im Sommer. Nein, du sollst das Interview nicht stürmen, Bro. Wenn sich die ganze Lage gelockert hat, können wir dann auch noch ans Meer. Alter, ich sehe schon dort hinten das Meer. Hoffentlich kann man, boah, wenn ich jetzt von hier aus eine Aufnahme hinbekomme. Barcelona ist schon echt riesig. Mich unterhält's so krass, Digga. Das ist echt crazy. Gebt euch jetzt gleich die Aussicht. Also dafür hat sich's gelohnt, hochzulaufen. Auch wenn keine Rolltreppen hier wären, ich wäre hochgelaufen. Oder Ellie. Leute. Nee. Ellie riskiert einfach für eine Aufnahme für euch. Schaut mal, wie weit nach unten das geht. Digga, die sitzt. Maschallah. Du kannst dann auch weiter ranzoomen, ey. Von dort aus besser? Ja. Also Barcelona, Leute, ist schon echt riesig. Ich weiß nicht, ob man sieht. Es ist echt wow. Ich mag euch ganz. Ich liebe diese Vlogs. Ich will jeden Tag davon eingucken. Kurz mal die Hinterterrasse. Der Schnitt. Zu zeigen. Und ich wollte noch darauf eingehen, was Monte gesagt hat. Also er meinte ja in seinem Video, dass es voll... Okay, kacke aussieht mäßig, also nicht nice aussieht. Unser Hintergarten, Hinterterrasse, weil. Hinterhof. Weil Simi so gesagt hat, boah, voll krass und so. Ja, natürlich sieht es noch nicht nice aus. Wir sind erst vor 2 Wochen eingezogen und dieses Haus wurde früher als Airbnb genutzt und an Leute vermietet quasi, die, weiß ich nicht, für 1-2 Monate hier bleiben. Und wir haben das jetzt für einen längeren Zeitraum natürlich gemietet. Das Haus wurde halt sehr, sehr lange nicht bewohnt. Heißt also, dass wir sehr, sehr viel beim Haus
machen müssen, bevor es erstmal nice aussieht. Deswegen kommt ja die Haustour auch so verspätet. Und ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, wie es jetzt mittlerweile aussieht, weil wir gestern Mann, die Kameraperspektive. Schon halt ziemlich viel gemacht haben, bestimmt so 1-2 Stunden das ganze Unkraut weggemacht und sowas. Ja, genau, ich will es euch kurz zeigen. Also hier haben wir das ganze Unkraut weggemacht. Hier müssen wir natürlich noch neue Kieselsteine holen. Wo kauft man denn Kieselsteine? Wo kauft man Kieselsteine? Steinbruch, oder? Und ja, also hier, das war alles voller Pflanzen. Auch da hinten, wo Taro gerade ist. Das verstehe ich hier nicht, dieses Ding. Warum hat man so einen kleinen... Also damit kann man ja wirklich gar nichts machen, oder? Damit kann man ja gar nichts machen. Baumarkt, ja, stimmt. Fußbad. Das ist doch kein Pool, Digga. Da kann nicht mal ein Baby drin schwimmen. Babys können gar nicht schwimmen. Und ja, hier, das muss... Das ist wirklich einfach unnötig, das hätte man sich sparen können. Hier auch noch Schrubben und sowas hier. Ich kann es euch kurz zeigen. Kann man Wasser anmachen und dann füllt sich das hier mit Wasser. Da hinten... Ist das traurig? Hier ist noch ein Müllsack. Hier. Da hinten ist noch ein Müllsack. Machen und dann füllt sich das hier mit Wasser. Da hinten ist noch ein Müllsack. Einfach Roomtour. Ich habe da vorne so einen Müllsack hingestellt. Hier haben wir unsere Pflanzen, die wir gekauft haben. Mehr will ich auch nicht zeigen. Es ist Danke. Einfach nur, dass ich kurz drauf eingehen wollte, warum es hier noch nicht so nice aussieht und warum die Roomtour bzw. Haustour so verspätet kommt. Und wer ist hier? Wer ist da? Oh, Babys können nicht schwimmen, seid ihr dumm? Da freut Babys haben nicht mal Arme. Freut sich jemand? Ui, da freut sich jemand. Hallo, hallo. Taro, geh mal weg. Ui. Und die Kleine, ui, was meinst du? Taro, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich. Dieser Vlog ist irgendwie so geil zusammenhangslos. Ich habe 10, 11 Minuten irgendwas geguckt, aber ich habe nichts Neues erfahren. Das ist so geil. Das ist echt eine Kunst. Ich muss sagen, ich genieße es sehr. Er ist wild geworden. Er ist wild geworden. Er ist nicht mehr zu bändigen. Taro ist nicht mehr zu bändigen. Arme wachsen erst mit 2. Und hier ist die kleine Icy. Icy. No. So cute. Wir müssen sie gefühlt jeden Abend nicht baden, aber halt sauber machen, weil ihre Tatzen so dreckig sind. Schau das Baby an. Wisst ihr, was ich immer vergesse? Dass Taro eigentlich auch noch ein kleines Baby ist. Er ist gerade mal fast 6 Monate alt. Ja. Der ist echt noch jung. Welcher ist heute? Der. Auf jeden Fall wird er so in ungefähr, ich schätze mal, 9 bis 10 Tagen. Der ist riesig, oder? Einfach ein halbes Jahr alt. Au, au, au. Heißt, sie will auch dabei. Aber guck mal, die sind echt glücklich, ne? Saints, Mel, dankeschön. Und alle, die sagen, wir vernachlässigen Caro. Oh mein Gott, nein. So. Ey, ey, ich will doch nur meine Schuhe binden. Leute, ich will euch mal... Au! Chillig. Du, ich will den mal kurz zeigen, was für Tricks er schon kann. Ich wollte mal lecker. Oh, sind die check süß, mal die Hunde, Grip. Digga. Metallic Feeder Jordans. Sie geht kurz weg. Er sagt einfach, Leute, checkt mal kurz meinen Drip. Purple, dann Lilana. Sasuke, beziehungsweise wie mein kleiner Bro sagen würde, Sasuke Hoodie, Gucci, No Pants und ADS, Hund und Chaya. Auf jeden Fall. Sie ist verliebt. Worum geht's in dem Video? Worum geht's in dem Video? So chillig. Okay, let's go. Talentshow okay. Beginnt. Okay. Taro? Wo ist der andere Hund? Let's go. Zeig, was du drauf hast. Komm her. So. Taro, mach Sitz. Sitz. Feini. Warte. Also die erste Richtung. Dreh dich. Die andere Richtung. Feini. Sitz.
Sitz. Andere Hand. Andere Hand. Fein! So ein Fein, jetzt noch Platz. Platz haben wir länger nicht mehr mit ihm gemacht, deswegen kann sein, dass er es nicht schafft. Platz. Oh, er schafft es! Na, Platz. Ja, das ist ein bisschen schwer noch. Einfach deutsche Akani. Aber er kann es eigentlich, nur wir haben es länger nicht gemacht. Und jetzt der coolste Trick. Laut! Und sag mir einen Hund, der so viel mit noch nicht mal 6 Monaten kann. Und dann sag mir bitte noch ein einziges Mal, dass wir irgendjemanden hier vernachlässigen. Also seid mal leise, okay? Genau. Ja, vor allem unser Hund ist so gut erzogen. Ja, ist so. Für einen Pitbull, okay? Den ich eben gebissen? Für einen Pitbull. Ich glaube, die anderen Hunde bellen. So, für einen Pitbull, der erst 6 Monate alt ist, ist er so gut erzogen und hört so krass. Und das werden wir mit der kleinen Chaya auch noch machen. Bei ihr ist halt ein bisschen härter, weil, Digga, wenn Taro irgendetwas schlecht macht, man kann richtig ranpacken und rangehen. Und bei dem kleinen Baby müssen wir aufpassen. Willst du auch ein Leckerli? Leute, schaut mal, wir fahren. Hey, da war schon wieder so ein Schnitt. Ich bin so, irgendwie treibt es mich, dieser Vlog, ich weiß nicht. Wir fahren gerade Roller, einfach durch die Straßen von Spanien. So, wir fahren gerade in die Innenstadt. Durch die Straßen von Spanien. Das sind die Straßen von Spanien, nicht von Barcelona. Stadt. Und das Geile ist, ich kann auch gleich die Kamera umdrehen. Wir haben extra so ein Stativ, wo ich einfach die Cam auf den Roller tun kann. Ich hoffe, die Aufnahmen sind nicht zu sehr verwackelt. Nee, es geht. Auf jeden Fall kann ich einfach ein bisschen aufnehmen, wie wir Roller fahren. Und das ist so cool. Der Bildstabilisator ist top. Ich muss ein bisschen warten, wenn ich so nach unten fahre oder so nach oben fahre. Oh mein Gott, das ist böse verwackelt. Nein, ist alles gut. Und dann muss ich es halt wieder richten. Aber vielleicht finde ich ein richtig geiles Objektiv, wo ich es einfach so drauf machen kann. Aber ey, das ist so cool. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr verwackelt. Und nein, alles gut. Fühlt diese Aufnahme auch so sehr. Hier ist. Chat, würde dir sagen, es wackelt? Gerade Strecke, okay, warte. Jetzt müssten die Aufnahmen perfekt sein. Oh mein Gott, warte, Elli, oh! Fast Unfall gemacht, weil es voll schwer zu fahren. Okay, jetzt müsste es wieder einigermaßen. Digga, warum sind diese Roller so schnell? Wieso fahren die in. Hey Leute, ich weiß nicht, wie gut man mich sieht, aber das mit der Rolleraufnahme ist auf jeden Fall ein bisschen schief gegangen. Nee, ist ja gut. Ich will auf jeden Fall noch eine GoPro holen, die man einfach so befestigen kann und dann richtig geile Rolleraufnahmen machen. Darauf bin ich eh schon richtig gehypt. Und ja. Aber Bro, zieh bitte Maske an, okay, komm. Ah, ich würde sagen, wir sehen uns hier, wenn wir in der Innenstadt sind oder irgendetwas Neues passiert. Okay, Leute, ich bin jetzt draußen mit Taro. Ich wollte euch hier was zeigen, was in Spanien ganz anders ist als in Deutschland. Man hat nicht so bei seinem Haus bzw. Hausgang Mülleimer. Hier musst du den Müll immer zu bestimmten Plätzen auf die Straße bringen, was ich aber relativ chillig finde. Alter, stellt euch mal vor, die komplette Terrasse wäre dekoriert. Überall würden Pflanzen stehen. Ich glaube, dann ist wirklich chillig, ne? Lichtern, da kann man sich einiges draus machen. Extrem nice. Okay, da hinten der Wäscheständer muss auf jeden Fall noch weg, beziehungsweise einen neuen Platz finden. Aber das haben wir provisorisch da so hingestellt, weil da am besten Sonne war. Wir waren auf jeden Fall vorne im Hundepark, aber ich habe da nicht die Kamera mitgenommen, weil ich es vergessen habe. Aber dafür im morgigen Vlog, weil wie gesagt, Daily Vlogs ab jetzt auf dem Kanal. Wir sind da nehme ich euch mit in den Hundepark. Wird richtig lustig, weil Taro immer mit anderen Hunden spielt. Was haben wir heute noch gemacht? Ich habe zwar die Kamera dabei, aber ich muss mich so drauf fokussieren. Wir waren bei Zara Home. Die haben da richtig geile Sachen fürs Haus gehabt. Digga, Zara Home ist mein absoluter Albtraumladen, no joke. Tour wird voraussichtlich, wenn wir fertig werden, weil die Sachen, die wir im Ikea gekauft haben, werden am Mittwoch ankommen, gegen 18 bis 21 Uhr. Dann werden wir vielleicht noch den Donnerstag brauchen. Vielleicht kann ich es dann schon Donnerstag hochladen oder Freitag. Ich will aber nichts versprechen. Vielleicht sind wir auch unzufrieden und wollen noch mehrere Tage oder Wochen an dem Haus arbeiten, bis wir es euch zeigen wollen, dass wirklich niemand mehr sagen kann, ey, das ist so und so und das gefällt mir nicht, sondern wir wollen zu 100% damit zufrieden sein. Mexiko. Ansonsten, ich würde euch ja gerne das Haus zeigen und wie Ellie gerade in der Küche auf Ehre eine Torte macht, beziehungsweise einen Kuchen mit Nutella, Kinderschokoladenfüllung und Himbeeren und Erdbeeren. Ich bin so gehypt. Ich habe so Bock. Wollte mich auf jeden Fall an der Stelle für den geisteskranken Support bedanken. Was ist dieser Vlog? Ich habe nichts davon mitgenommen. Wie gesagt, das war ein Tag aus unserem Leben hier in Barcelona. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Nehmt mal im Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos. Ihr seid die Besten und tschüss.